Hallo, ich bin Carsten in Kettwig. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin heute wieder auf dem Mülheimer Rundweg unterwegs. Bin heute in Essen-Kettwig an der Brücke gestartet, wo ich vor 2 Wochen die Tour unterbrochen habe. Und naja, heute soll es dann erstmal Richtung Duisburg gehen. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr mit. Da ist aber einer ganz schön mutig, wenn er da noch rüberlaufen will. Jetzt wird es wieder lauter, das heißt, wir nähern uns wieder der A52, die wir dann auch wieder überqueren werden. Ich hoffe mal, das Wetter hält sich. So ab und zu kommt mal einen einzelnen Tropfen runter, das ist nicht weiter schlimm. Solange es nicht mehr wird, bin ich zufrieden. So, dann geht es jetzt mal wieder weiter über die A52.
nachdem es in Essen-Kettwig eher bewaldet losging, sind wir jetzt an der Grenze zu Ratingen eher im ländlichen Gebiet unterwegs. So hat man hier auf der Strecke dann doch auch einiges an Abwechslung zu erwarten. So, und jetzt wird es wieder laut. Und zwar nähern wir uns jetzt der A3, die wir dann auch überqueren werden. Ich laufe jetzt hier schon die ganze Zeit immer in Hörweite der Autobahn. Ist natürlich nicht ganz so schön. Bin gerade auch auf der Suche nach einem Plätzchen für eine Pause. Bin auch schon jetzt 4 Stunden unterwegs. Kann aber auch sein, weil allzu weit ist es dann auch nicht mehr bis zum Entenfangen, wo ich denke mal dann heute die Tour beenden werde. Von daher kann es auch sein, dass ich durchlaufe. Schauen wir mal. Jetzt wird es immer windiger und immer dunkler. Sieht wohl so aus, als würde ich gleich meinen Poncho noch mal rausholen dürfen. Auf den letzten 100 Metern. Na, schauen wir mal, ob sich das Wetter hält. Ja, ich bin dann jetzt in Duisburg angekommen. Ich werde heute hier dann auch Schluss machen, weil das Wetter wird auf einmal erheblich schlechter. Es fängt immer wieder an zu regnen. Und naja, wie es weitergeht, sehen wir dann im dritten Teil. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und sagt dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.